Hallo, ich bin die Martina von Tricky Horse. Heute möchte ich euch etwas ganz Besonderes zeigen. Und zwar den kleinen Guardian Horse. Denn dieses kleine Teil ist ein wahrer Lebensretter. Wir alle kennen die Situation, wir sind irgendwo im Gelände, reiten mit unserem Pferd aus. Unser Pferd stolpert, stürzt oder scheut und wir verlassen unfreiwillig den Sattel unseres Pferdes. Das ist natürlich sehr beängstigend, wenn man dann nicht weiß, ob die Hilfe auch wirklich rechtzeitig ankommt, wenn man irgendwo am Boden liegt. Oder auch am Reitplatz. Man ist alleine im Stall, man geht reiten, stürzt vom Pferd und niemand ist da. Solange man bei Bewusstsein ist, kann man natürlich um Hilfe rufen. Das haut sehr gut hin. Aber was ist, wenn man bewusstlos ist? Da entscheidet oft jede Sekunde, die man gefunden wird oder nicht, über das Endergebnis dieses Unfalls. Und genau dafür haben sich jetzt junge Leute diesen kleinen GPS-Tracker überlegt. Und zwar ist dieses Teil verbunden mit dem Pferd, also es liegt, das am Sattel drauf. Und ich selber bin mit dem kleinen GPS-Tracker verbunden über mein Handy. Und zwar über die Guardian Horse App. Die hat man kostenlos beim Guardian Horse dabei, wenn man den kauft. Und sobald diese Sachen miteinander verbunden sind, hat man jetzt eben zwei Varianten, wie man quasi gefunden werden kann, wenn man einen Unfall hat. Die erste Variante ist die Ausreitvariante. Das war das, was als erstes auf den Markt kam. Wenn das Pferd im Gelände sich schreckt und davonläuft, ja, und ich vom Pferd stürze und das Pferd sich mehr als 30 Meter entfernt, hat dieser Guardian Horse sofort mit meinem Handy kooperiert und hat mein Handy dazu gebracht, einen Notfall-SMS an einen Notfallkontakt zu senden. Das heißt, sofort ist jemand benachrichtigt worden, dass ich vom Pferd gestürzt bin und mein Pferd sich von mir entfernt hat. Jetzt habe ich bei Guardian Horse angefragt und habe gesagt, ja, das ist eine super coole Sache, ist natürlich genial, aber was mache ich, wenn ich ein Pferd habe, das nicht von mir weggeht? Weil meine Pferde gehen nicht sonderlich weit weg von mir. Beziehungsweise ich als Bereiter bin hauptsächlich auf einem Reitplatz unterwegs. Das heißt, ich muss auf dem Reitplatz die Pferde reiten können und wenn sie dann einmal wenn dann in diese Situation hineinkommen, dass ich von einem Pferd stürze, wäre es halt gut, wenn dann genauso gut ein Notfallkontakt ausgesendet wird. Weil 30 bis 50 Meter, wenn sich das Pferd auf dem Reitplatz 30 bis 50 Meter entfernt, das ist fast nicht möglich, weil überall alles eingezäunt ist. Jetzt haben die Burschen dort gesagt, ja, das wissen wir kennen das Problem und haben jetzt etwas zusätzlich entwickelt. Und zwar ist es eine Bewegungslosigkeitserkennung. Das ist die Reitplatzvariante, die zweite Variante. Das heißt, sobald ich eine gewisse Anzahl an Sekunden mich nicht mehr bewege, sendet auch wieder der Guardian Horse eine SMS an meinen Notfallkontakt. Ich habe zum Beispiel 3 Minuten eingestellt, weil 1 Minute ist mir fast zu kurz, weil ich doch recht oft einmal Pause mache, wo mein Pferd einmal 1 Minute steht. Aber 3 Minuten ist so, wo ich sage, wenn ich 3 Minuten stehe, bewusst, dann schalte ich kurz einmal den Guardian Horse auf Pause. Oder wenn ich 3 Minuten einmal stehe, dann bin ich offensichtlich gestürzt und kann nicht mehr von selbst aufstehen. Das heißt, genau in dem Moment, wo dieser Countdown ausläuft, kriegt mein Notfallkontakt eine SMS mit der Nachricht, dass etwas passiert ist. Und das Geniale an der Sache, das wirklich Geniale an der Sache ist nicht nur, dass mein Notfallkontakt kontaktiert wird, sondern zusätzlich kriegt er auch noch meine GPS-Koordinaten. Das heißt, wenn ich stürze, weiß, in meinem Fall ist es mein Mann, weil ist mein Notfallkontakt, der kriegt eine SMS und er bekommt nicht nur die Nachricht, dass ich gestürzt bin, sondern auch die genauen Koordinaten, wo ich mich befinde. Und genau da kann man dann perfekte Hilfsmaßnahmen einleiten, wo man sagt, das Hilfeteam muss bitte exakt zu diesem Punkt kommen, weil dort befindet sich diese Person. Ich finde, es ist super genial, weil viele meiner Schüler sagen, ich habe wahnsinnige Angst, alleine zu reiten. Ich traue mich nicht allein im Stall reiten, wenn niemand da ist, weil mich keiner beschützt. Und genau dafür ist der Guardian Horse jetzt da. Wie der Name es schon sagt, Guardian Horse, er beschützt uns beim Reiten. Und ich finde, es ist super, super, super genial, dass es das gibt. Ich selber fühle mich voll sicher, wenn ich mit dem reite, weil ich weiß, wenn was passiert, dann kriegt es wer mit. Ich bin nicht alleine, weil mein Reitplatz ist ganz weit irgendwo im Wald. Das schaut da keiner hin, das sieht da keiner hin. Ja. Und durch den Guardian Horse weiß ich bin eigentlich nicht allein. Ich habe immer jemanden, der mich beschützt. Und das klingt jetzt alles natürlich in der Theorie schön und gut. Aber wie ist das jetzt in der Praxis? Und wie immer mache ich ja diese Produkttests für euch und möchte euch auch in dem Fall wieder diesen Guardian Horse einmal als Ganzer testen. Das heißt, ich werde jetzt mit meiner Praktikantin und mit meinen Mitarbeitern zusammen diesen Guardian Horse einmal wirklich genau unter die Lupe nehmen und schauen, wie läuft der in der Praxis. Funktioniert das beim Ausreiten? Wie weit geht das Pferd wirklich von mir weg, bis der Notfallkontakt eine SMS bekommt? Und auch beim Reitplatz, wie lange dauert es wirklich, bis meine Leute die Nachricht bekommen, dass ich vom Pferd gestürzt bin?
Das heißt, es wird jetzt wieder mal so wie mit allen anderen Produkten, die ich teste, wird das wieder eine Testreihe werden unter dem Hashtag Tricky Horse Tested Guardian Horse. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr bei der Produkttestreihe dabei seid und ihr seid jetzt wieder gefragt. Das heißt, schreibt es mir in die Kommentare, schreibt es mir, was ihr euch erwartet von so einem Produkt. Schreibt es mir, ob ihr das cool findet oder ob ihr das früh für nichts findet. Ja? Schreibt es mir, was ihr bis jetzt verwendet habt, ob ihr solche Produkte schon kennt. Schreibt es mir, ob ihr das überhaupt verwenden wollen würdet, ja? Und wie ihr das Ganze findet. Ihr werdet jetzt mehrere Videos zu dem Thema sehen, also ich werde mehrere Videos online stellen. Das heißt, wenn ihr Tricky Horse abonniert und auch den Kanal abonniert, dann werdet ihr diese ganzen Videos immer wieder sehen. Also schaut immer auf unsere Facebook-Seite, dann stellen wir euch alles online und erzählen wir euch, wie es klappt und wie es geht. Und ja, wir werden euch berichten. Wäre cool, wenn ihr dabei seid. Danke, ciao!